Fischer, nächster Spitzenkandidat der Freien Demokratischen Partei Bayerns. Keine Macht der Welt kann Menschenwürde und Freiheit auf Dauer stoppen. Diesen Satz, liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, hat Hans-Dietrich Genscher einmal gesagt, anlässlich einer Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Mauerbaus. Im Iran gehen seit Wochen mutige Menschen, insbesondere mutige junge Frauen, auf die Straße gegen ihre Entrechtung und Unterdrückung durch das Mullah-Regime. Auslöser für diese Proteste war der gewaltsame Tod der 23-jährigen Mahsa Amini, die von der iranischen Sittenpolizei festgenommen und misshandelt wurde, weil man ihr vorwarf, sie hätte ihren Schleier nicht ordnungsgemäß getragen. Der iranische Staat regiert mit unglaublich brutaler Härte auf diese Proteste. Über 200 Demonstrierende sind bereits ermordet worden, Tausende inhaftiert. Unser Generalsekretär Bijan Fyrsaray, selber im Iran geboren, hat Recht, wenn er personenbezogene Sanktionen gegen die Führung des Iran fordert und die Aussetzung der Verhandlungen des Atomabkommens, liebe Freunde. Wir stehen solidarisch und fest an der Seite derjenigen, die dort demonstrieren, die Widerstand leisten gegen ein Regime, das ihnen ihre Menschenwürde und ihre Freiheit nehmen will. In der Ukraine stemmen sich die Menschen seit nunmehr einem Dreivierteljahr der völkerrechtswidrigen Invasion Russlands entgegen. Und liebe Freunde, sie tun das deutlich erfolgreicher, als viele es ihnen noch im Frühjahr zugetraut hätten. Sie befreien von russischen Gebieten, von russischen Truppen besetzte Gebiete und sie befreien damit vor allem auch die Menschen, die dort Folter, Vergewaltigung und Mord ausgesetzt waren. Sie verteidigen ihr Land und sie verteidigen damit mittelbar auch die Sicherheit Europas. Und sie tun das auch mit Hilfe deutscher Waffen. Zum Beispiel helfen die von der Bundesregierung gelieferten Gepard-Flakpanzer dabei, Kamikaze-Drohnen vom Himmel zu holen, mit denen Russland die ukrainische Zivilbevölkerung terrorisiert. Die militärische Unterstützung der Ukraine, liebe Freunde, für die wir uns in den vergangenen Monaten so sehr eingesetzt haben, sie zeigt Wirkung und sie rettet ganz konkret Menschenleben. Keine Macht der Welt kann Menschenwürde und Freiheit auf Dauer stoppen. Diese Überzeugung macht Menschen überall auf der Welt Mut, die gegen Tyrannei und Unterdrückung aufstehen. Und wir, die wir das Glück haben, das nicht tun zu müssen, weil wir in einem demokratischen, einem freien Rechtsstaat leben, wir sollten nie vergessen, wie kostbar, aber auch wie zerbrechlich diese Werte sind, Freiheit und Menschenwürde. Freiheit und Menschenwürde brauchen Verbündete. Und das ist der Grund, warum wir als Freie Demokraten uns für unser Gemeinwesen engagieren. Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, vor 24 Jahren habe ich damit begonnen, mich für die liberale Sache zu engagieren. Im Computerraum meiner damaligen Schule. Da gab es damals schon einen Zugang zu etwas Neumodischem namens Internet. Da habe ich mich damals über die jungen Liberalen informiert, bin wenige Wochen später dann zu einem Treffen der Julis nach Rosenheim gefahren und habe dann am 7. Oktober 1998 meinen Mitgliedsantrag ausgefüllt. Das war etwa 3 Wochen nach der Landtagswahl in Bayern. Die FDP hat den Einzug ins Maximilianeum damals mit 1,7% deutlich verpasst. So wie auch schon bei der Landtagswahl zuvor und so wie dann auch bei der Landtagswahl danach. Wer in Bayern zur FDP geht, liebe Freunde, der macht es sich nicht einfach. Niemand von euch sitzt hier, weil er jemand ist, der es sich gerne einfach macht. Sondern wer in Bayern zur FDP geht, der tut das aus tiefer, innerer, liberaler Überzeugung. Und wer in Bayern in der FDP ist, der ist es gewohnt zu kämpfen, liebe Freunde. Und wir werden beweisen in den nächsten 11 Monaten, dass wir kämpfen können. Der Liberalismus hat in Bayern eine lange Tradition. 1863, also vor 159 Jahren, wurde Bayerns erste liberale Partei,
die Bayerische Fortschrittspartei gegründet. Die Bayerische Fortschrittspartei hat sich eingesetzt für die Freizügigkeit des Individuums, für Gewerbefreiheit und Freihandel, für eine Beschränkung des kirchlichen Einflusses in den Schulen, für eine Aufhebung der Zensur, also für die Pressefreiheit. Alles Anliegen, liebe Freunde, die wir bis heute teilen. Nächstes Jahr feiern wir also 160 Jahre Liberalismus in Bayern. Und liebe Freundinnen und Freunde, als Spitzenkandidat der Freien Demokraten zur Landtagswahl möchte ich mit euch gemeinsam alles dafür tun, dass die FDP in diesem Jubiläumsjahr den Wiedereinzug in den Bayerischen Landtag schafft, dass wir gestärkt im Parlament vertreten sind und dass wir dann auch in Bayern Regierungsverantwortung übernehmen können. Und uns allen ist klar, und das nicht erst seit den letzten Umfragen, das wird kein Spaziergang. So wie es auch kein Spaziergang ist, momentan im Bund Regierungsverantwortung zu tragen. Denn die Zeiten sind hart, die Herausforderungen sind groß, die Menschen sind tief verunsichert. Und umso wichtiger ist es aber, dass Liberale in diesen Zeiten Regierungspolitik prägen. Nehmt zum Beispiel die Inflation. Viele Menschen treibt momentan die Sorge um, dass ihre Ersparnisse entwertet werden. Ersparnisse, die oft das Produkt lebenslanger Arbeit sind, also das Ergebnis einer Lebensleistung. Viele Menschen treibt die Sorge um, dass alles immer teurer wird, dass sie sich ihr Leben oder zumindest ihren derzeitigen Lebensstandard in Zukunft nicht mehr leisten können. Die Inflation wirkt wie eine schleichende Form der Enteignung. Und auch wenn die aktuelle Inflation natürlich vielfältige Ursachen hat, so ist doch eins klar, eine expansive Finanzpolitik, also eine dauerhafte Politik auf Pump, würde die Inflation weiter anheizen. Aber genau das wollen alle anderen Parteien. Genau das wollen alle anderen Parteien. Nicht nur SPD und Grüne fordern die Abkehr von der Schuldenbremse, sondern inzwischen sogar die CSU, liebe Freunde. Und ich bin froh, dass in diesen krisenhaften Zeiten ein liberaler Bundesfinanzminister ist. Ich bin froh, dass Christian Lindner die notwendigen Entlastungen für Bürger und Unternehmen ermöglicht, aber gleichzeitig klar macht, dass Deutschland im kommenden Jahr wieder zur Schuldenbremse zurückkehren wird. Denn das, liebe Freunde, dämpft die Inflation. Das sichert auch die Bonität der Bundesrepublik Deutschland. Und wir haben im Vereinigten Königreich gerade gesehen, dass die Märkte auch bei westlichen Industriestaaten schnell das Vertrauen entziehen, wenn sie merken, dass dort nicht solide gehaushaltet wird. Und, liebe Freunde, es ist nicht zuletzt auch ein Gebot der Generationengerechtigkeit. Ich bin selber Vater und ich glaube, jedem, der hier Kinder hat, geht es genauso. Wir wollen unseren Kindern Chancen vererben und keine Schuldenberge. Es ist wichtig, dass in diesen krisenhaften Zeiten Liberale in Regierungsverantwortung sind. Und das sieht man zum Beispiel auch an der Energiekrise. Da könnte man jetzt natürlich lang und breit über die landespolitischen Fehlentscheidungen der letzten 10 Jahre sprechen, liebe Freunde, über den verschleppten Ausbau der erneuerbaren Energien oder der Stromtrassen. Ohne Zweifel ein schweres und folgenreiches Versagen der Staatsregierung von CSU und Freien Wählern. Da müssen wir in den kommenden Jahren Gas geben, damit die Energiewende auch in Bayern gelingt. Aber Fakt ist nun mal, wir sind jetzt in dieser prekären Situation und wir müssen jetzt Lösungen finden, jetzt alle Register ziehen, damit wir gut durch den Winter kommen, damit wir eine sichere und bezahlbare Energieversorgung gewährleisten. Und auf unserem letzten Landesparteitag im Frühjahr haben wir eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten beschlossen. Ein halbes Jahr lang haben wir vom grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck daraufhin gehört, warum das alles angeblich nicht geht, warum das alles angeblich nicht notwendig sei. Alles Ausreden und Ausflüchte. Nichts davon war wahr. Alles erstunken und gelogen, liebe Freunde. Habeck hat sogar die Expertise seiner eigenen Fachleute im Ministerium ignoriert, nur um Jürgen Trittin und den anderen Ideologen in seiner Partei nicht auf die Füße treten zu müssen. Die FDP ist aber hartnäckig geblieben. Die FDP ist hartnäckig geblieben in der Bundesregierung und wir haben durchgesetzt, dass alle 3 noch laufenden Kraftwerke über den Jahreswechsel hinaus am Netz bleiben. Das war wichtig. Wir haben damit Schaden von unserem Land abgewendet, liebe Freunde. Applaus
Die Zeiten sind hart, die Menschen sind verunsichert und die Zukunft ist heute ungewisser, als sie es noch vor ein paar Jahren schien. Das Fortschrittsversprechen, also die Vorstellung, dass die Dinge sich fortlaufend zum Besseren entwickeln, dass es uns morgen auf jeden Fall besser gehen wird, als es uns heute geht, dieses Fortschrittsversprechen wird brüchiger. Der bekannte Soziologe Andreas Reckwitz hat neulich im Spiegel ein Essay dazu geschrieben. Die Antwort auf diese zunehmende Zukunftsangst, die wir, glaube ich, alle spüren in der Gesellschaft, kann nicht sein, dass wir uns ins Gestern flüchten, zurück in eine vermeintlich gute alte Zeit, ohne die Komplexität der modernen Welt, ohne die Heterogenität der modernen Gesellschaft, ohne die internationalen Verflechtungen, auch ohne den Klimawandel oder den Krieg in der Ukraine. Denn, liebe Freunde, solche Realitäten einfach auszublenden, zu ignorieren und den Menschen zu suggerieren, man könne das Rad einfach zurückdrehen und alles werde wieder so wie früher, das ist die Antwort der Populisten. Für uns aber als geistige Erben einer Partei, die den Fortschritt ja sogar im Namen getragen hat, ist doch klar, wir müssen nach vorne schauen und nicht zurück. So wie in unserem Leitbild es auch steht, mutig, optimistisch, lösungsorientiert. Ich bin weiterhin überzeugt, dass das Beste nicht hinter uns liegt, sondern dass das Beste nach wie vor uns liegt, liebe Freunde. Das gilt für unsere Partei und auch für unser Land. Das Beste liegt noch vor uns, aber es ist eben keine gerade Linie, die dorthin führt. Es ist kein stetiger Aufstieg. Und das merken wir jetzt gerade in dieser schweren Krise. Und gerade jetzt ist es wichtig, den Menschen Mut zu machen, ihnen nicht vorzugaukeln, dass der Weg leicht wird, aber ihnen Perspektiven aufzuzeigen, dass es sich lohnt, ihn zu gehen. Als die FDP das letzte Mal in Bayern Regierungsverantwortung übernommen hat, Martin Zeil und Wolfgang Heubisch sind heute hier, da steckte unser Land auch in einer schweren Krise. Da steckte unser Land mitten in der schwersten globalen Wirtschafts- und Finanzkrise seit vielen Jahrzehnten, liebe Freunde. Und dank kluger politischer Weichenstellung ist unser Land damals aus dieser Krise stärker herausgekommen, als es hineingegangen ist. Und wenn wir es heute richtig anstellen, dann können wir auch aus dieser Krise stärker herauskommen, als wir hineingehen, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür müssen wir die Kräfte entfesseln, die unser Land auszeichnen, die unser Land immer schon ausgezeichnet haben und groß gemacht haben. Den Ideenreichtum unserer Bürgerinnen und Bürger, ihren Fleiß, ihre Leistungsbereitschaft, ihren Forschergeist, ihren Gründergeist, ihren Pioniergeist, die unglaubliche Innovationskraft unserer mittelständisch geprägten Wirtschaft. Wenn es gelingt, das zu aktivieren, wenn wir bürokratische Bremsklötze aus dem Weg räumen, wenn wir Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen, wenn wir insgesamt flexibler, schneller, agiler werden, wenn wir nicht zurückschauen und beklagen, was war, sondern vorangehen und Neues schaffen, liebe Freunde, dann können wir das Fortschrittsversprechen, das momentan in Frage steht, mit Leben füllen, liebe Freunde. Dann können wir dafür sorgen, dass das Beste tatsächlich noch vor uns liegt. Dann können wir eine lebenswerte Zukunft schaffen, nicht nur für uns hier, sondern auch für unsere Kinder und Enkelkinder. Und das ist doch eine Perspektive, für die es sich lohnt zu arbeiten. Wir wollen Bayern für die Herausforderungen der Zukunft rüsten. Und jenseits der tagesaktuellen Krisen, über die wir gesprochen haben, wird es eine Reihe längerfristiger Megatrends sein, die uns in den kommenden Jahren in besonderem Maße beschäftigen wird. Das Institut der deutschen Wirtschaft listet 4 große Disruptionen auf, auf die ich kurz eingehen möchte. Die Digitalisierung, die Dekarbonisierung, die Demografie und die Deglobalisierung. Erstes Stichwort Digitalisierung, die verändert seit vielen Jahren die Art, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren. Die Corona-Krise hat diesen Prozess beschleunigt. Wir alle hier haben das gemerkt mit unseren digitalen Parteitagen, mit Videokonferenzen, die mittlerweile viel Reisetätigkeit überflüssig machen. Auch mit Homeoffice, das sich durchgesetzt hat und das auch nicht mehr verschwinden wird. Aber die Corona-Krise hat auch gezeigt, was für gravierende Defizite unser Staat hat in diesem Bereich. Gesundheitsämter, die nach 2 Jahren Krise immer noch per Fax kommuniziert haben. Schulen, die keinen digitalen Unterricht ordentlich zustande gebracht haben. Die Digitalisierung, liebe Freunde, ist eine Riesenchance für unsere Gesellschaft und für unsere Wirtschaft und auch für unseren Staat. Aber wir müssen diese Chance mutiger als bisher nutzen. Die Staatsregierung hat ein Digitalministerium geschaffen 2018.
das für die Digitalisierung überhaupt keine Zuständigkeiten hat. Es ist nicht zuständig für E-Government, es ist nicht zuständig für Cybersicherheit, es ist nicht zuständig für den Breitbandausbau und es ist auch nicht zuständig für das Mobilfunknetz. Es ist ein reines Feigenblatt. Alles, was es tun darf, ist einmal im Jahr einen Computerspielepreis verleihen, liebe Freundinnen und Freunde. Bayerische IT-Unternehmen bemängeln im Gespräch mit mir, dass die bayerische Staatsregierung sich nicht mehr wie früher mit ihnen austauscht, obwohl sie viel Expertise hätten, die hilfreich dabei sein könnte, gerade zum Beispiel bei der Digitalisierung der Verwaltung. Unsere Landtagsfraktion war im Frühjahr auf einer Fortbildungsreise im Baltikum. Wir waren in Estland zu Gast und wir haben uns dort angeschaut, welche Möglichkeiten des Bürokratieabbaus für Bürger und Unternehmen es gibt, wenn der Staat konsequent auf Digitalisierung setzt. Das ist ein Vorbild auch für Bayern, liebe Freunde. Da wollen wir hin. Zweites Stichwort, die Dekarbonisierung. Um die Erderwärmung nicht immer weiter anzuheizen, müssen wir unsere Wirtschafts- und unsere Lebensweise CO2-neutral umgestalten. Darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Wie wir das aber tun, auf welchem Weg, da gibt es doch höchst konträre Ansichten. Ulrike Hamann, Wirtschaftsredakteurin der TAZ, viele kennen sie wahrscheinlich aus dem Fernsehen, hat vor einigen Wochen ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Das Ende des Kapitalismus. Es stand zwischenzeitlich auf Platz 1 der Bestsellerliste und darin erklärt Frau Hamann, warum Wachstum und Klimaschutz angeblich nicht miteinander vereinbar seien. Statt kapitalistischem Wachstum propagiert sie deswegen ein planwirtschaftliches Schrumpfen, also einen systematischen politisch gesteuerten Rückbau unseres Wohlstandes. Wir Liberale, ich muss das hier nicht erwähnen, sehen das natürlich komplett anders. Denn erstens wird sich keine Gesellschaft auf der Welt freiwillig jemals auf so eine Degrowth-Fantasie einlassen. Schon gar nicht die großen Schwellenländer, Indien oder China, die ja gerade erst dabei sind, sich ein Wohlstandsniveau zu erarbeiten, das wir in Europa schon lange genießen. Und zweitens haben wir in der Menschheitsgeschichte große Herausforderungen auch noch nie durch Verzicht und Askese bewältigt, liebe Freundinnen und Freunde, sondern immer nur durch technologischen Fortschritt. Und wir brauchen deswegen kein grünes Schrumpfen. Ist so. Wir brauchen deswegen kein grünes Schrumpfen, sondern wir brauchen nachhaltiges Wachstum mit neuen klimafreundlichen Technologien. Und da wollen wir Bayern in den nächsten Jahren zum Vorreiter machen, liebe Freunde. Da stecken enorme Chancen drin, auch für die Wirtschaft unseres Landes. Ein paar Beispiele, Firmen und Einrichtungen, die wir in den letzten Jahren auch besucht haben. Die Firma Hydrogenious aus Erlangen bietet ein innovatives Verfahren zur Speicherung und vom Transport von Wasserstoff an. SinPower, ein Startup aus Starnberg, Sabine, deine Heimat, baut Solaranlagen, die auf dem Wasser schwimmen, sogenannte Floating PV. Und im Green Fuel Center in Straubing werden CO2-neutrale Kraftstoffe erforscht. Letztes Jahr ist dort die europaweit erste Anlage zur Produktion von Oxymethylenether in Betrieb gegangen. Oxymethylenether ist eine saubere und klimafreundliche Alternative zu fossilen Diesel, die übrigens in ganz herkömmlichen Pkw eingesetzt werden kann. Liebe Freunde, solche Forscher, Ingenieure, Unternehmer und Pioniere sollten wir in Bayern fördern. Denn das sind die wahren Klimaschützer in unserem Land, nicht diejenigen, die sich an Straßen festkleben oder Suppe auf Gemälde schütten. Drittes Stichwort, Demografie. Wir reden seit vielen Jahrzehnten drüber, aber wir haben es irgendwie immer ein bisschen verdrängt. Und jetzt in den 20er Jahren ist es soweit, in diesem Jahrzehnt gehen die sogenannten Boomer-Jahrgänge, die großen, geburtenstarken Babyboomer in den Ruhestand. Was das bedeutet, verdeutlichen zwei Zahlen. 2019, also zum Ende des letzten Jahrzehnts, da haben in Bayern etwa 130.000 Schülerinnen und Schüler ihren Schulabschluss gemacht. Und etwa 130.000 Menschen sind in den Ruhestand gegangen. Es hielt sich also die Waage. Bis Mitte der 20er Jahre wird sich die Zahl der Renteneintritte in Bayern mehr als verdoppeln, liebe Freunde. Mehr als verdoppeln. Das Verhältnis am Arbeitsmarkt und auf der Beitragszahlerseite unserer Sicherungssysteme gerät also völlig außer Balance mit drastischen Konsequenzen für die Unternehmen und auch für unsere soziale Sicherung. Wir müssen diese Lücke irgendwie kompensieren.
Zum Beispiel, indem wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern, damit Eltern stärker als bisher am Erwerbsleben teilhaben können. Indem wir den Renteneintritt flexibilisieren. Denn nicht jeder will und nicht jeder muss mit 67 aufhören zu arbeiten. Ich kann ein Lied davon singen in unserer Fraktion. Wolfgang, Albert, Herr Marquardt, ja, das zeigt das. Indem wir unser Bildungssystem auch verbessern. Denn je weniger Menschen am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, desto wichtiger ist es natürlich ihre Qualifikation. Und wir können es uns schlicht nicht mehr leisten, Talent brachliegen zu lassen. Die jungen Liberalen haben heute vor der Halle eine beeindruckende Aktion zu diesem Thema gemacht, liebe Freunde. Aber genau das passiert momentan. Talent wird brachliegen gelassen, unter anderem durch den akuten Lehrermangel, den der Kultusminister Michael Piazzolo einfach nicht in den Griff bekommt. Und ja, liebe Freunde, wir brauchen auch dringend mehr qualifizierte Einwanderung. Bayern braucht kluge Köpfe und Bayern braucht fleißige Hände aus aller Welt. Wir müssen Einwanderung endlich nach den Bedürfnissen unseres Arbeitsmarktes steuern. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, dazu ein entsprechendes Gesetz vorzulegen. Und es muss auch Schluss damit sein, dass die Behörden in Bayern immer wieder die Falschen abschieben. Nämlich nicht Straftäter und islamistische Gefährder, sondern allzu oft gut integrierte Menschen, die wir hier am Arbeitsmarkt gut brauchen können, liebe Freundinnen und Freunde. Wie zum Beispiel Reza R. Steht beispielhaft dafür. Reza R., ein Mann aus dem Iran, ist ausgebildeter Physiotherapeut, macht seit April dieses Jahres ein unbezahltes Praktikum bei einem ambulanten Pflegedienst in München. Er möchte dort fest arbeiten und möchte berufsbegleitend die Pflegeschule besuchen. Der Pflegedienst möchte ihn auch unbedingt haben. Er hat ein Arbeitsangebot vorliegen. Allein die Ausländerbehörde erlaubt es nicht. Die Ausländerbehörde erteilt keine Arbeitserlaubnis. Stattdessen hat sie Reza R. im Oktober unter einem falschen Vorwand in die Behörde einbestellt und dort in Abschiebehaft genommen, liebe Freunde. Diese Abschiebung konnte Gott sei Dank in letzter Minute verhindert werden, unter anderem auch durch das Engagement unserer Landtagskollegin Julika Sand. Aber lieber Freunde, dieser Fall steht beispielhaft dafür, was in Bayern in der Flüchtlingspolitik falsch läuft. Abschließend das vierte Stichwort: Deglobalisierung. Wir sehen leider seit einigen Jahren schon eine Rückkehr des Protektionismus. Wir sehen Handelskriege, wir sehen gestörte Lieferketten. Viele sprechen von einer Krise der Globalisierung. So wichtig es ist, einseitige Abhängigkeiten zu reduzieren, das merken wir gerade beim russischen Gas und dazu liegt ja heute auch der Dringlichkeitsantrag des Landesvorstandes vor. So wichtig es ist, einseitige Abhängigkeiten zu reduzieren, liebe Freunde, so falsch wäre es, unsere Wirtschaft vom Rest der Welt abzukoppeln. Denn Deutschland lebt vom Export und insbesondere Bayern, wir leben vom Export. Wir haben hier so viele Weltmarktführer, darunter große Konzerne wie Adidas, Siemens oder Linde, aber auch viele Hidden Champions, deren Namen viele wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Hier in Amberg nur als ein Beispiel, zum Beispiel den Automobilzulieferer Grammer. Bayerische Produkte in die Welt zu verkaufen, das hat uns stark gemacht und das wird uns auch in Zukunft stark machen, liebe Freunde. Und deswegen ist es gut, dass die Ampel jetzt endlich beschlossen hat, CETA zu ratifizieren. Wir brauchen mehr solche Freihandelsabkommen und wir brauchen auch als Freistaat Bayern eine aktive Außenhandelspolitik. Aber das ist ein Feld. Das ist ein Feld, das Hubert Aiwanger, der Wirtschaftsminister, leider komplett vernachlässigt. Aiwanger hat Freihandelsabkommen wie CETA, TTIP oder Mercosur immer bekämpft, liebe Freundinnen und Freunde. Dieser Mann ist als Wirtschaftsminister einer Exportnation wie Bayern fehl am Platz. Unseren Wohlstand erhalten wir durch eine weltoffene Wirtschaftspolitik und nicht durch ökonomischen Provinzialismus. Wo wir gerade von Aiwanger sprechen, wenn man mal verfolgt, was für Vorschläge allein in den letzten Wochen aus den Reihen der Freien Wähler kamen. Von der staatlichen Festschreibung der Benzinpreise bis zur Verstaatlichung von Energieunternehmen. Ganz ehrlich, liebe Freunde, im Vergleich dazu ist Kevin Kühnert ein heißer Anwärter auf die Ludwig-Erhard-Medaille. Ja, da fehlt komplett der marktwirtschaftliche Kompass. Bei der CSU gab es zumindest noch eine marktwirtschaftliche Stimme bis vor wenigen Wochen. Auch die ist nicht mehr da. Die ist jetzt nämlich bei uns. Herzlich willkommen, lieber Franz Pschierer. Schön, dass du bei uns bist.
Der letzte, aber nicht der einzige bayerische Wirtschaftsminister heute in diesem Raum, der noch einen marktwirtschaftlichen Kompass hatte. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe jetzt ein paar Herausforderungen skizziert, die wir angehen wollen und angehen werden, wenn wir im nächsten Jahr in Bayern Regierungsverantwortung übernehmen. Auf diese und andere Herausforderungen werden wir überzeugende liberale Antworten geben. In unserem Wahlprogramm, das unsere Fachausschüsse momentan unter Federführung unseres Generalsekretärs Lukas Köhler arbeiten und das wir im nächsten Frühjahr auf dem Parteitag, wenn wir uns wiedersehen, beschließen werden. Wir sind nämlich überzeugt, dass Landespolitik mehr sein kann und mehr sein muss, als nur Forderungen an den Bund zu richten. Wir sind überzeugt, dass Landespolitik mehr sein kann und mehr sein muss, als immer nur mit dem Finger nach Berlin zu zeigen. Wir sind überzeugt, dass Landespolitik mehr sein kann und mehr sein muss, als sich über eine angebliche Benachteiligung unseres Freistaats zu beschweren, als immer nur zu jammern, liebe Freunde. Schluss mit dieser Lamoyanz. Bayern braucht Macher und keine Meckerer. Und wenn man sich die Ideenlosigkeit dieser bayerischen Staatsregierung und der sie tragenden Fraktionen im Landtag anschaut, die ja offenbar glauben, man könne jetzt bis zur Landtagswahl sich einzig und allein auf Ampelbashing beschränken, dann erkennt man, liebe Freunde, da braucht es dringend neue Impulse. Bayerns Regierung braucht ein Update und ich füge hinzu, ein liberales Update. Wir treten bei der bayerischen Landtagswahl nächstes Jahr an. Für einen schlanken und effizienten Staat. Auch mit einem schlanken und effizienten Parlament, wie es Alexander Mutmann hier gerade mit Bezug auf das Volksbegehren XXL-Landtag verhindern gezeigt hat. Wir treten an für einen schlanken und effizienten Staat, der handlungsfähig ist in seinen Kernaufgaben und sich nicht mit Nebensächlichkeiten verzettelt. Der in der Wirtschaft für fairen Wettbewerb sorgt und für gute Rahmenbedingungen, anstatt Kleinbetriebe und Mittelständler mit immer mehr Überregulierung und Bürokratie zu belasten. Wir treten an für einen Staat, der für die Schwachen da ist, aber mit dem Ziel, sie stark zu machen und nicht mit dem Ziel, sie in Abhängigkeit zu halten, liebe Freunde. Der seinen Bürgern dient und sich nicht anmaßt, sie zu erziehen oder zu gängeln oder zu bevormunden. Denn wir Liberale, wir glauben doch an den mündigen Bürger. Das ist das, was uns von allen anderen politischen Kräften unterscheidet. Wir glauben an den mündigen Bürger. Wir kämpfen für sein Recht, sein Leben selbstbestimmt zu leben und nach seiner Fasson selig zu werden. Markus Söder hat neulich versucht, habe vielleicht auch die ein oder andere Rede von ihm gesehen, die CSU jetzt neuerdings als Freiheitspartei zu inszenieren. Freiheitspartei, die gegen Verbote und Bevormundung kämpft. Was für eine Farce, liebe Freunde, was für eine Farce. Es war die CSU, die jahrelang das Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen verteidigt hat. Es ist die CSU, die unbedingt verhindern will, dass erwachsene Menschen Cannabis konsumieren können, wenn sie das wollen, oder an stillen Feiertagen tanzen. Und es war doch die CSU, die in der Corona-Krise die strengsten und schärfsten Freiheitseinschränkungen der gesamten Bundesrepublik durchgesetzt hat, bis hin zum Verbot, alleine auf einer Parkbank ein Buch zu lesen. Nein, liebe Freunde, nein, nein, liebe Freunde, die CSU ist sicherlich keine Freiheitspartei. Sie mag Löwe und Raute in ihrem Logo haben, aber wir, die Freien Demokraten, wir sind die Gralshüter der Liberalitas Bavariae. Wir stehen für das urbayerische Prinzip vom Leben und Leben lassen. Ich habe es eingangs gesagt, liebe Freunde, der vor uns liegende Wahlkampf wird kein leichter werden. Wir werden kämpfen müssen, aber wir Liberale in Bayern, wir können kämpfen. Ich kann kämpfen. Ich bin bereit, alles zu geben mit euch gemeinsam, um den Wiedereinzug in den Landtag zu schaffen. Nicht als Selbstzweck, nicht um unseretwillen, sondern damit wir Bayern gestalten können, damit wir es freier, moderner und erfolgreicher machen. Denn darum geht es bei dieser Landtagswahl, liebe Freunde. Darum geht es bei dieser Landtagswahl. Es geht nicht um die Ampel in Berlin. Und es geht auch nicht um Markus Söder und seine persönlichen Ambitionen, sondern es geht um unser Land. Es geht um Bayern.
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 2018 habt ihr mir das Vertrauen geschenkt, die FDP als Spitzenkandidat zurück in den Bayerischen Landtag zu führen. Und heute werbe ich erneut um euer Vertrauen. Mein Name ist Martin Hagen, ich bin 41 Jahre alt, Familienvater, Politikwissenschaftler, leidenschaftlicher Liberaler, unverbesserlicher Optimist, Gemeinderat, Landtagsabgeordneter und wenn ihr wollt, euer Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2023. Vielen Dank, lieber Martin, für diese großartige Rede. Die 24 Jahre im Dienst.